Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Schaff Recht mir Gott und führe meine Sache gegen ein unheiliges Volk. Von frevelhaften, falschen Menschen rette mich. Gott, du bist meine Stärke, warum denn wirst du mich verstoßen? Was muss ich traurig gehen, weil mich der Feind bedrängt? Send mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie zu deinem heiligen Berg mich leiten und mich führen in dein Zelt. Dort darf ich zum Altare Gottes treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Dann will ich dich mit Harfenspiel lobpreisen, Gott, mein Gott, wie kannst du da noch trauen, meine Seele, wie mich mit Kummer quälen? Vertraue auf Gott, ich darf ihn preisen. Wieder preisen. Vertraue auf Gott, ich darf ihn wieder preisen. Er bleibt mein Heiland und mein Gott. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Zum Altare Gottes will ich treten. Zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Confitio Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Johanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Opera. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beatam, Mariam semper virginem, beatum Michaelem, Archangelum, beatum Johannem Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus, et te Pater, orare pro me et Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribu ad nobis omnipotens et misericos Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et plebs tua letabitur in te. Post ente nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus et terveniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lasset uns beten, Herr, wir bitten dich, nimm unsere Sünden von uns weg und lass uns mit reiner Seele ins Allerheiligste eingehen. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Herr, wir bitten dich, durch die Verdienste deiner Heiligen, deren Reliquien hier ruhen, so wie alle Heiligen, verzeih mir gnädig alle Sünden. Amen. Introitus. Herr, neige dein Ohr zu mir und erhöre mich. Errette deinen Diener, der auf dich hoffet, mein Gott. Erbarm dich meiner, o Herr, ich rufe zu dir den ganzen Tag. Mach froh die Seele deines Knechtes, denn zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Herr, neige dein Ohr zu mir und erhöre mich. Errette deinen Diener, der auf dich hoffet. Mein Gott, erbarme dich meiner, o Herr. Ich rufe zu dir den ganzen Tag. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bona voluntatis. Laudamus Deo, benedicimus.
Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agnus tibi. Propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens. Domine Fili Unigeniter, Jesu Christi. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedas ad dextram Patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus dominus. Tu solus altissimus. Jesu Christi. Jesu Christi. Cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oratio. Oremus. Immer während des Erbarmen reinige und schirme deine Kirche, o Herr. Und weil sie ohne dich nicht heil bestehen kann, so werde sie allerzeit durch deine Gnade geleitet. Durch unseren Herrn. Das kommt immer dann zum Schluss. Also, das sind noch zwei weitere. Wir bitten dich, o Herr, schütze uns vor allen Gefahren des Leibes und der Seele und auf die Fürbitte der seligen und glorreichen allzeit jungfräulichen Gottesmutter Maria, sowie des heiligen Josef, deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Thomas von Villanova und des heiligen Mauritius und aller Heiligen, verleihe uns gnädig Heil und Frieden, auf dass deine Kirche durch Überwindung aller Hindernisse und Irrtümer in ungestörter Freiheit dir diene. O Gott, du ziertest den heiligen Bischof Thomas in hervorragender Weise mit der Tugend der Barmherzigkeit gegen die Armen. Daher bitten wir dich, gieße in deiner Güte über alle, die zu dir flehen, auf deine Fürsprache die Reichtümer deines Erbarmens aus. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, gewähre, dass uns die Festfeier deiner heiligen Märtyrer Mauritius und seiner Gefährten mit Freude erfülle. So werden wir uns des Geburtsfestes jener rühmen, auf deren Fürbittgebete wir uns stützen. Durch unseren Herrn, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Epistola. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Galatas. Brüder. Willst du das lesen? Brüder, wenn wir im Geiste leben, lasst uns auch im Geiste wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander herausfordern, einander beneiden. Brüder, wenn auch einer von irgendeinem Fehler überrascht wird, so unterweiset ihn als geistig Gesinnter im Geiste der Sanftmut. Hab Acht auf dich selbst, damit nicht auch du versucht werdest und fallest. Eine trage des anderen Last, dann werdet ihr des Gesetzes Christi erfüllen. Denn wenn einer sich einbildet, etwas zu sein, da er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe sein eigenes Tun, dann mag er sich bei sich selber rühmen, nicht vor einem anderen, denn jeder hat seine eigene Last zu tragen. Wer in der Lehre Unterricht erhält, teile all sein Gut mit dem, der ihn unterrichtet. Täuschet euch nicht, Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer im Fleische sieht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber im Geiste sieht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. So lasst uns den Gutes tun und nicht ermüden zu seiner Zeit, dann werden wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns allen Gutes tun, vorzüglich aber den Glaubensgenossen. Gut ist, den Herrn zu preisen und deines Namens Lob zu singen, Allerhöchster.
schon früh am Morgen dein Erbarmen zu verkünden und deine Treue in der Nacht. Halleluja, Halleluja, fürwahr der Herr ist der große Gott, der große König über alle Welt. Halleluja. Reinige mein Herz und meine Lippen, allmächtiger Gott, wie du einst die Lippen des Propheten Isaias mit glühendem Stein gereinigt hast. Reinige auch mich in deinem gnädigen Erbarmen und lass mich so dein heiliges Evangelium würdig verkünden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Sequentia sancti evangelii secundum Matthäum. Gloria tibi Domine. In jener Zeit ging Jesus, Gloria tibi Domine. Gloria tibi Domine. In jener Zeit. Gloria tibi Domine. Das ist das Kreuzzeichen. Gloria tibi Domine. Gloria tibi Domine. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt mit Namen Nain. Seine Jünger und viel Volk begleiteten ihn. Als er nahe an das Stadttor kam, trug man eben einen Toten heraus, den einzigen Sohn seiner Mutter, die Witwe war. Viel Volk aus der Stadt ging mit ihr. Als der Herr sie sah, ward er von Mitleid über sie gerührt und sprach zu ihr: Weine nicht. Dann trat er hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Da wurden alle von Furcht ergriffen. Sie lobten Gott. Gott ist unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk heimgesucht. Laus tibi Christa. Durch die Worte des Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. September 1962. Im Laufe des Vormittags hat sich die Jungfraumutter in herzzerreißenden Tönen dieser Verdammnis so viele Seelen wegen des Nicht-Verstehen-Wollens, das aus Oberflächlichkeit entspringt, beklagt. Sie tu und gebe alles, aber die ihr geweihten Seelen wehren von sich alles ab. Sie bat, ich solle die Opfer annehmen, die als Früchte der Demütigung die Möglichkeit für die Rettung der Seelen erbringen. Meine Mutter, demütig bitte ich um Verzeihung. Ich will nicht wanken, nicht einmal inmitten meiner schrecklichen Versuchungen. Du weißt, welch winzig kleines Staubkörnchen ich bin. Ohne euch kann ich nichts tun. Sie antwortete darauf. Dennoch wird die Verbreitung meiner Liebesflamme durch deine Kleinigkeit und Unbeholfenheit anlaufen und sanft und ohne Gewalt in Gang kommen. Sei daher voller Aufmerksamkeit und bleibe in Demut verborgen. Ständige innere und äußere Verdemütigungen wirst du ertragen müssen, denn nur so kannst du für die Weitergabe meiner Liebesflamme dienlich sein. Die Jungfraumutter neigte sich einmal mit gütigen Worten zu mir. Komm mit mir. Wir durchwandern mit meiner Liebesflamme Bethlehems dunkle und nebelige Straßen. Hab keine Angst, der heilige Josef und ich sind mit dir. Solange wir niemand haben, gehen wir zu dritt. Die heiligste Jungfrau lässt mich ihren Schmerz oft mitfühlen. Es gibt Tage, an welchen mich so intensiv mitleide, dass ich kaum gehen kann. Auch am heutigen Tag durchflutete sie mich den ganzen Vormittag mit der Gnade gesteigerte Leiden, mit Tränen in den Augen wandle ich umher und im geheimen Neid meide ich die Menschen, um mein großes Leid sie nicht merken zu lassen. Ich habe fast keinen anderen Gedanken,
als nur das von mir Verlangte zu tun. Satan verstärkte auch noch die inneren Bedrängnisse meiner in Schmerz und Leiden eingetauchten Seele. In seinem grausamen Hass lässt er Zweifel in mir aufkommen. Warum vertraut man dies nicht den Oberhirten an? Du bist viel zu unbeholfen dazu. Warum einem so unvernünftigen Geschöpf, wie du es bist? Nur solche glauben an derartig, lässt sich mit dir erst gar nicht ins Gespräch ein. Ach, der, zu dem man dich schickte, schüttelte die Sache von sich ab. Er durchschaute darin das Unmögliche. Darum spricht er mit dir nicht darüber. Strenge dich nicht an, sei vernünftig. Alles ist vergebens. Sogar im erhabenen Augenblick der heiligen Kommunion wollte er auf mich einwirken. Mit aller Kraft bemühte ich mich, ihn von mir fernzuhalten. Eines Tages ging ich zum Herrn Jesus, mit der Absicht, wegen Müdigkeit nicht lange bei ihm zu verweilen. Ich betete meinem Salter und wollte mich verabschieden. Er fragte mich: Warum beeilst du dich so sehr? Was hast du, was wichtiger wäre als ich? Oder schmerzen deine Knie? Gedanke meiner, als ich in die Knie fiel. Ich setzte den Kreuzweg dennoch fort. Bleibe noch bei mir. Ich bin ohnehin oft allein. Oder sind in Stille. Unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen. Unsere Blicke mögen ineinander verschmelzen. Sage mir nur, dass du mich auch anstelle anderer liebst und anbetest. Du weißt, du musst immer mit mir sammeln. In dieser Stille kannst du auch mit mir sammeln. Auch in der einsamen Nacht, wenn du wachst. Darum belehre ich dich, damit du die Kunstgriffe erlernst und sie auch anderen beibringen kannst. Der Wille der Seele ist schon Liebe. Die Liebe ist zu allem fähig. Du sollst nur mit der Anstrengung deiner ganzen Kraft wollen. Das Ziel unserer Gedanken sei eins: die Rettung der Seelen vor der Verdammnis. Nur das kann meine grausamen Leiden lindern. Das soll dir nicht langweilig sein. Erneut sage ich dir: leide mit mir. Währenddessen teilte er mir seine Schmerzen mit, als teures Unterpfand seiner Gnaden. Ein anderes Mal sprach er: begreife meinen Schmerz um die verdammten Seelen. Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln. Mein Herr, ich kann so wenig sammeln. Meine Tochter, ergänze dies mit deiner Sehnsucht, mit deinen Wünschen und habe vollkommenes Vertrauen zu mir. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Es ist nicht nur für dich und nicht nur für mich, sondern zu viele. Ein Tag im Urlaub, das muss ich mal weglegen. Entschuldigung. Come up with this, Spiritus Sanctus.
bei dem Ring, da rollt man immer im Kopf. Also nur bei der Stelle kriegt man das. Voll Sehnsucht hatte ich des Herrn. Er sah auf mich und er erhörte meine Bitte. Er gab ein neues Lied mit in den Mund, ein Jubellied für uns, für Gott. Heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, nimm diese makellose Opfergabe gnädig an, dir meinen lebendigen, wahren Gott bringe ich, dein unwürdiger Diener, sie dar. Meine unzähligen Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten. Ich opfere sie auf für alle Umstehenden und alle Christgläubigen, für die Lebenden und Verstorbenen. Gib, dass sie mir und ihnen zum Heilige reiche für das ewige Leben. Amen. Amen. Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar geschaffen. Und noch wunderbarer erneuert, lass uns durch das Geheimnis dieses Wassers und deines Deinen an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, unsere Menschenmacht anzunehmen, Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr, damit ihr lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Darbringung des Weines. Wir opfern dir, Herr, den Kelch des Heiles und flehen dich den Allgütigen an. Lass ihn uns zum Segen und der ganzen Welt zum Heile, wie lieblichen Wohlgeruch vor das Angesicht deiner göttlichen Majestät emporsteigen. Amen. Amen. Lasst uns, Herr, im Geiste der Demut und mit zerknirschten Herzen bei dir Aufnahme finden, so werde unser Opfer heute vor deinem Angesicht, auf das es dir wohlgefallen, Herr und Gott. Komm, Heiligmacher, allmächtiger, ewiger Gott, und segne dieses Opfer, das deinem heiligen Namen bereitet ist. Hände waschen. Erwarten. Der Herr, in Unschuld will ich meine Hände waschen und den Alter umschalten, Herr. Da will ich deinen Lobgesang lauschen. Wir preisen. Ich liebe, Herr, die Zierde deines Hauses, die hehle Wohnung deiner Herrlichkeit. Gott, lass mich nicht zu dir gehen in den Sündern, mein Leben nicht verlieren mit den Menschen voll von Wutschuld.
An ihre Hand wird Fehler und voll ist ihre Rechte von Geschenken. In Unschuld komme ich zu dir, erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf dem rechten Pfad, so darf ich mit dem ganzen Volk dich preisen, Herr. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie in Anfang, so auch jetzt und alle Zeit in der Ewigkeit. Amen. Aufopferungsgebet zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Heilige Dreifaltigkeit, nimm diese Opfergabe an, die wir dir darbringen, zum Andenken an das Leiden, die Auferstehung und die Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus. Zu Ehren der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, des heiligen Johannes des Täufers, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, dieser, deren Reliquien im Altare ruhen und aller Heiligen, lass sie ihnen zur Ehre uns aber zum Heilige reichen, bis wir auf Erden feiern, durch Christus unseren Herrn. Amen. Bitte, Brüder, dass mein und euer Opfer wohlgefallen werde bei Gott, den allmächtigen Gott. Der Herr nehme das Opfer an aus deiner Hand, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Sekreta, deine Sakramente, o Herr, mögen uns behüten und alle Zeit gegen die Angriffe des Teufels beschützen. O Gott, du unser Heil, erhöre uns und schütze uns durch die Kraft dieses Sakramentes vor allen Feinden der Seele und des Leibes. Schenke uns in diesem Leben deine Gnade und im kommenden die Herrlichkeit. Und von den Heiligen heute. Wir bitten dich, o Herr, das alljährliche Fest deines heiligen Bekenners und Bischofs Thomas möge uns deiner Vatergüte wohlgefällig machen. Und ihn durch diesen frommen Sühnedienst als selige Belohnung bekleiden, uns aber deine Gnadengaben erwürgen. Wir bitten dich, o Herr, schau auf die Gaben, die wir zum Gedächtnis deiner heiligen Märtyrer Mauritius und seiner Gefährten darbringen, und lass sie auf die Fürsprache der Heiligen, zu deren Ehre sie dir genehm sind, für uns zu immerwährendem Segen werden. Durch unseren Herrn, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum, sosum corda, habimus ad dominum, gratias agamus domino Deo nostrum. Dignum et justum es. Und die Privatio von der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Weil heute Sonntag ist, steht in der Hörplan gedruckt, Seite 497. Es ist in Wahrheit würdig und recht, billig und heilsam, dir immer und überall Dank zu sagen. Heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott. Mit deinem eingeborenen Sohne und dem Heiligen Geiste bist du ein Gott, ein Herr. Nicht als wärest du nur eine Person, du bist vielmehr in drei Personen ein einziger. Dass wir auf deine Offenbarung hin von deiner Herrlichkeit glauben, dasselbe glauben wir ohne irgendeinen Unterschied auch von deinem Sohne, dasselbe vom Heiligen Geiste. Und so beten wir beim Lobpreis des wahren und ewigen Gottes, in den Personen die Verschiedenheit, in der Natur die Einheit, in der Majestät die Gleichheit an. Diese preisen die Engel und Erzengel, die Cherubim und Seraphim, die nicht aufhören, wie aus einem Munde Tag um Tag zu rufen. Sanctus. Sanctus. Lord,
gütiger Vater, bitten wir demütig und flehen zu dir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Nimm wohlgefällig an und segne diese Gaben, diese Geschenke, diese heiligen, makellosen Opfergaben. Wir bringen sie dir da, vor allem für deine heilige katholische Kirche. Schenke ihr den Frieden auf dem ganzen Erdkreis. Behüte, einige und leite sie huldvoll. Deinen Diener, unseren Papst Rudolf, unseren Bischof Rudolf, alle Rechtgläubigen und alle, die den katholischen, apostolischen Glauben fördern. Gedenke, Herr, deiner Diener und Dienerinnen. Im Geiste der Liebeskrank. Und alle Umstehenden, deren Glauben und Opfergesinnung du kennst. Für sie bringen wir dieses Lobopfer dar und sie selbst opfern es dir für sich und alle die ihrigen, damit ihre Seele gerettet und ihre Hoffnung auf Heil und Wohlfahrt gesichert werde. Sie weihen dir dem ewigen, wahren Gott ihre Gaben. Gedächtnis der Heiligen. In heiliger Gemeinschaft ehren wir dabei vor allem das Andenken der glorreichen Allzeiträumer Jungfrau Maria, der Mutter Jesu Christi, unseres Herrn und Gottes, wie auch ihres Bräutigams, des heiligen Josefs, deiner heiligen Apostel und Blutzeugen, Petrus und Paulus, Andreas Jakobus Johannes, Thomas Jakobus Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Christus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonius, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Ob ihre Verdienste und Fürbitten, gewähre uns in allem hilfreich deinen Schutz und Beistand. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Bitte um Annahme der Opfergaben. So nimm den Herr, wir bitten dich, diese Opfergabe huldvoll an, wie wir deine Diener und deine ganze Gemeinde dir darbringen. Frieden, bewahre uns gütig vor der ewigen Verdammnis und reihe uns ein in die Schar deiner Auserwählten. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Diese Opfergabe. Diese Opfergabe, mache du, oh Gott, wir bitten dich huldvoll, in jeder Hinsicht zu einer gesegneten, bei dir eingetragenen, gültigen, geistigen und genehmen, damit sie uns weiter Leib und Blut deines vielgeliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Er nahm am Abend vor seinem Leiden Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen gen Himmel zu dir, Gott, seinem allmächtigen Vater, sagte dir Dank, segnete es, brach es und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet hin und esset alle davon. Das ist mein Leib. Gott ist in Gottes Mühe. In gleicher Weise nahm er nach dem Mahle auch diesen wunderbaren Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, dankte dir abermals, segnete ihn und gab ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist der Kelch meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes, Geheimnis des Glaubens, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tue dies, so oft ihr es zu meinem Gedächtnis. Daher sind wir denn eingedenk, Herr, wie deine Diener, aber auch dein heiliges Volk des heilbringenden Leidens, der Auferstehung von den Toten und der glorreichen Himmelfahrt deines Sohnes,
unseres Herrn Jesus Christus, und bringen so deine erhabene Majestät von deinen Geschenken und Gaben ein reines Opfer dar, ein heiliges Opfer, ein makelloses Opfer, das heilige Brot des ewigen Lebens und den Kelch des immerwährenden Heiles. Schaue huldvoll darauf nieder, mit gnädigem und mildem Angesicht, und nimm es wohlgefällig an, wie du einst mit Wohlgefallen aufgenommen hast, die Gaben Abels, deines gerechten Dieners, das Opfer unseres Patriarchen Abraham, das heilige Opfer und die makellose Gabe, die dein hoher Priester Melchisedek dir dargebracht hat. Bitte um unsere Einigung mit dem Opfer Christi. Demütig bitten wir dich, allmächtiger Gott. Dein heiliger Engel möge dieses Opfer zu deinem himmlischen Altar emportragen, vor das Angesicht deiner göttlichen Majestät. Lass uns alle, die wir gemeinsam von diesem Altar das hochheilige Fleisch und Blut deines Sohnes empfangen, mit allem Gnadensegen des Himmels erfüllt werden. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Gedächtnis der Tore. Wir danken besonders für die Ansehen. Herr, gedenke. Herr, gedenke auch deine Diener und Dienerinnen, die uns mit dem Zeichen des Glaubens vorangegangen und im Frieden einschlagen sind. Wir beten mit dem Priester Gott für bestimmte Verstorbenen. Wir flehen dich an, Herr, gewähre ihnen und allen, die in Christus wohnen, in deiner Milde den Ort der Erquickung, des Lichtes und des Friedens, durch Christus unseren Herrn. Amen. Bitte um Gemeinschaft mit den Heiligen, auch uns Sündern, deinen Dienern, die auf deine überreiche Barmherzigkeit vertrauen. Schenke in Gnaden Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Blutzeugen, mit Johannes, Stephanos, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und allen deinen Heiligen. Wege nicht, wir flehen zu dir, unser Verdienst, sondern schenk uns gnädig Verzeihung und nimm uns auf in ihrer Gemeinschaft durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Abschluss des Kalmus. Durch ihn erschaffen. Durch ihn erschaffst du, Herr, immerfort all diese Gaben. Heilig. Heiliges, belebst, segnest und gewährst sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm wird dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Ehre und Verherrlichung. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten. Durch die heilbringende Anordnung. Durch heilbringende Anordnung gemeint und durch göttliche Belehrung angeleitet, wagen wir zu sprechen. Erlöse uns, Herr, wir bitten dich von allem Übel, sei es vergangen, gegenwärtig oder zukünftig. Und auf die Fürsprache der seligen, glorreichen, allzeitreinen Jungfrau und Gottesmutter Maria, wie auch deiner heiligen Apostel Petrus, Paulus, Andreas und aller Heiligen, gib barmherzig Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen.
dass wir von Sünden allzeit frei und vor jeder Beunruhigung gesichert seien, durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, damit er lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Friede des Herrn. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Diese geheiligte Mischung von Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus gereiche uns bei ihrem Empfange zum ewigen Leben. Amen. Agnus Dei. Friedensgebet mit Friedenskuss. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, den Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Schaue nicht auf meine Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und gib ihr huldvoll Frieden und Eintracht, wie es deinem Willen entspricht. Der du lebst und herrschest, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Letzte Bitten vor Empfang der Kommunion. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast du unter Mitwirkung des Heiligen Geistes durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch dieses dein hochheiliges Fleisch und Blut von allen meinen Sünden und von jeglichem Übel. Gib, dass ich dein Geboten allzeit treu bleibe und lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir trenne. Da du mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geiste lebst und herrschest, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Genuss deines Leibes, Herr Jesus Christus, den ich unwürdiger zu empfangen wage, gereiche mir nicht zum Gerichte unserer Verdammnis, sondern durch deine Güte zum Schutz für Leib und Seele und zu meiner Heilung, der du lebst und herrschest mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich will das Himmelsbrot nehmen und anrufen, den Namen des Herrn. Domine non sum dignus, ut intras subtecto meum, satantum dic verbo et sanabitur anima mea. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Domine non sum dignus, ut intras subtecto meum, Setantum dic verbo et sanabitur anima mea. Dreimal bitte. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst in dein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib unseres Herrn Jesus Christus bewahre meine Seele zum ewigen Leben. Zu deinen Füßen, lieber Jesus, werfe ich mich nieder und schenke dir den Reueschmerz meines zerknirschten Herzens. Ich beuge mich tief in meinem Nichts von deiner heiligen Gegenwart. Ich bete dich an im Sakrament deiner Liebe, in dem unsagbar großen und heiligen Sakrament des Altares. Ich wünsche dich aufzunehmen in die armselige Wohnung, die meine Seele dir bieten kann. In Erwartung des Glückes der wirklichen heiligen Kommunion möchte ich dich geistigerweise empfangen. Komme zu mir, lieber Jesus, denn ich komme zu dir. Möge deine Liebe mein ganzes Wesen besitzen im Leben und im Tode. Ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe auf dich,
Concipio Deo Omnipotente, Beate Maria, Santa Virgine, Beate Michaeli Arcangelo, Beate Johanni Baptiste, Sanctus Apostolus, Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Divipata, Quia Peccavi Nimis Cogitatione, Verbo et Opere, mea culpa, mea maxima culpa. Id joc deco Beate Maria, Santa Virgine, Beate Michaeli Arcangelo, Beate Johannin Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulus, Omnes Sanctus et de Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misericordiae vestri omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, peducatus ad vitam aeternam. Amen. Wie könnte ich dem Herrn all das vergelten, was er mir getan hat? Den Kelch des Heiles will ich nehmen und anrufen den Namen des Herrn. In frohem Jubel rufe ich zum Herrn und werde sicher sein vor meinen Feinden. Als ich mich schließlich mitbilden konnte, noch stille Pause zu einer stille Antwort. Das ist das, was du mitbilden gewählst, ich mache mal mit. Ut in tres obtectum meum presentantum dic verbo et sanabitur anima mia. Was wir mit dem Munde empfangen haben, Herr, das lass uns mit reinem Herzen aufnehmen. Und aus dieser zeitlichen Gabe wird uns ewige Erquickung. Dein Leib, Herr, den ich empfangen und das Blut, das ich getrunken habe, steht zu meinem Herzen. Lass keine Sündenmakel mehr zurückbleiben, da mich dieses reine heilige Sakrament gelabt hat, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. Wir bitten dich, o Herr, das Walten deiner himmlischen Gabe nehme unseren Geist und unseren Leib in Besitz, auf dass nicht unser eigener Sinn, sondern ihre Wirksamkeit immer da in uns vorherrsche. Zweite und dritte. Wir bitten dich, o Herr, die dargebrachte Gabe des göttlichen Mutter Maria, des heiligen Josef, deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus, des heiligen Thomas von Villanova, und der heiligen Mauritius und Gefährten und aller Heiligen, mache es uns rein von allen Fehlern, frei von allen Schwierigkeiten. O Gott, du Belohner der treuen Seelen, gib, dass wir Verzeihung erlangen auf die Bitten deines heiligen Bekenners und Bischofs Thomas, dessen ehrwürdiges Fest wir feiern. Durch himmlische Geheimnisse und Wonnen erquickt, bitten wir dich, o Herr, in Demut,
Die Heiligen, deren Triumph unser Stolz ist, mögen uns durch ihren Beistand beschützen. Durch unseren Herrn, der lebt und herrscht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Ite missa est. Heiliger dreieiniger Gott, nimm die Huldigung deines Dieners wohlgefällig an. Lass das Opfer, das ich unwürdiger vor den Augen deiner Majestät dargebracht habe, dir wohlgefällig sein und gib, dass es mir und allen, für die ich es darbrachte, durch dein Erbarmen zur Versöhnung gereiche, durch Christus unseren Herrn. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Gloria tibi Domine, initium sancti evangelii secundum Johannem, gloria tibi Domine. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Schon im Anfang war es bei Gott. Durch das Wort ist alles geworden, und nichts, was geworden ward, ohne das Wort. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Sein Name war Johannes. Dieser kam als Zeuge. Er sollte Zeugnis geben von dem Lichte, auf das alle durch ihn zum Glauben gelangten. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur Zeugnis geben von dem Lichte. Das war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Er Christus war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Allein die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in seine Eigentum durch die Sünde. Er denen, die an seiner Namen glauben, nicht aus dem Frieden, nicht aus dem Frieden, des Reiches, nicht aus dem Wohnen des Mannes, sondern aus dem Frieden lassen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit, der Praxis. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Gegrüßet seist du, O Königin, Mutter der Barmherzigkeit, unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen die elenden Kinder Elends, zu dir seufzen und trauern den Weinen in diesem Tale und Gründe. Für uns, Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria.
Bitte für unsere heilige Gottesfurcht, auf dass wir würdig werden der Verheißung und Christi. Lasset uns beten, Gott, unsere Zuflucht und Stärke. Sieh gnädig an das Flehen deines Volkes und erhöre in deiner Barmherzigkeit und Liebe die Fürbitte der glorreichen und unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, deiner heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, die Gebete, die wir für die Bekehrung der Sünder, für die Freiheit und Erhöhung unserer heiligen Mutter der Kirche, flehentlich verrichten durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Heilige Mutter, das Leben und Erden stellt sich mir, das Leben und Freude unserer Welt und Gottes Boden steht zusammen, dass unser Weg zum Himmel führt und unser Tun die Tugend zählt. Dies ist heute unser Herzensbild, wo sei und bleibe unser Lied. Wir geben dir mit frohem Lied der Schlüssel zu des Hauses mit. O schließe du doch alles aus, was schaden könnte unserem Haus. Schließ alle die Leinen und auch mich in Jesu Herz, das bitte ich dich, dass hier uns jeder Tag vergeht, wie dir im Haus zu Nazareth. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampf gegen die Bosheit und die Nachstellung des Teufels, sei du unser Schutz. Gott, gebiete ihm, so bitten wir flehentlich, du aber Fürst der himmlischen Herrscher, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt bestreifen, in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Herzlichstes Herz Jesu, erbarme dich uns, Herzlichstes Herz Jesu. Gottes mein Beschützer, der Gottes Vater, liebe mich und vertraue. Erleuchte, führe, schütze und leite mich. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich uns. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich uns. Heiligstes Herz Jesu, erbarme dich uns. Großen Königin von Herodsbach, Heilige Maria, Rosenkranzkönigin von Herodsbach, bitte für uns. Heiliger Pater Pio, bitte für uns. Heiliger Benedikt, bitte für uns. Heiliger Jesus, bitte für uns. Heiliger Pfarrer von uns, bitte für uns. Heiliger Johannes, bitte für uns. Heilige Mutter, Anna, bitte für uns. Heilige Katharina, bitte für uns. Heilige Monika, bitte für uns. Heilige Dorothea, bitte für uns. Heiliger Eduard, bitte für uns. Unser Kleinischer, bitte für uns. Und die Gefolgschaft, bitte für uns. Alle Unanteilige, bitte für uns. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.